Was geht ab und willkommen zurück zu einem neuen Video von Chaos of the Depone. Ja, ich habe mich ein kleines Stückchen nach links bewegt. Wo ist der hin? Da drüben, wer hat sich ein kleines Stückchen nach links bewegt? Wie raffiniert. Wir sind jetzt dabei am Start, um die letzte Goal zu überzeugen, endlich mit uns mitzukommen. Wenn wir das getan haben, gehen wir nochmal auf die Suche, um auch wirklich sicher zu gehen, dass wir alle Schnipsel und Puzzleteile gefunden haben. Um dann den schwimmenden Schwarzmarkt wieder einmal zu verlassen. Weil, wie wir wissen, wir müssen zu einer Aufstiegsstation, um den Bombenabwurf zu verhindern. So, ich hoffe mal, dass wir Goyle jetzt einfach überreden können, mitzukommen, denn wir können uns jetzt dem Widerstand anschließen. Hm? Oh, du bist es. Wie schön. Hier lungerst du also rum. Komm doch bitte mit. Bitte einfach mit. Kommst du jetzt endlich mit zu Doc? Muss ich tun. Mensch, es ist vollbracht. Wir sind Widerstandskämpfer. Jawohl. Es ist vollbracht. Wir sind Widerstandskämpfer. Wirklich? Klar. Ich kenne sogar das geheime Klopfzeichen. Wow. Worauf warten wir noch? Wir müssen zu Janosch, um unsere Instruktionen abzuholen. Wer als erstes da ist? Ich bin so unfair, ich kann mich nicht bewegen. Sie ist voll der Cheater. Nur schlimmer. Aber, hey, stopp! Mist. So, zack, bam. Ultra Speed. High End Speed. Da, du, 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 da. Moment. Ich klopf trotzdem mal. Nein, warte. Das ist nicht das geheime Klopfzeichen. Ich weiß, ich habe da nur was durcheinander gekriegt. Das Klopfzeichen ging... Und wieder falsch. Verzieh dich. Mist, das liegt nur an diesem schmissigen Groove, den sie auf dem Marktplatz spielen. Ich muss also dafür sorgen, dass hier Ruhe ist. Wartet mal. Wir müssen dafür sorgen, dass hier Ruhe ist. Hat der Apotheker irgendwas? Irgendwelche Instrumente? Instrumente? Was? Medikamente? Was? Wo? Ich würde gerne was kaufen. Oh, das ist gut. Das ist sehr gut. Was soll's denn sein? Geht das? Noch so eine Gurke, bitte. Das geht nicht. Zum einen wurde die Zucht wegen einiger Vorfälle eingestellt. Lähmung, Hautreizung, spontane Genmutationen. Zum anderen gibt es nur ein Exemplar pro Kunde. Mist, die war nämlich echt gut. Schade. Für mich ist jeder das. Das bringt ja auch nichts. Wie können wir jetzt den Ton für uns abstellen? Wir bräuchten sonst die Kopfhörer. Ist hier noch was? Nein. Vielleicht kann er uns doll genug verprügeln, dass wir nichts mehr hören. So, hier gibt's ja auch nichts. Nee, nur Spuren eines Dates. Hier oben ja auch nicht. Das hier sieht übrigens komisch aus. Hier ja irgendwie auch. Ach, ich frag ihn mal vielleicht, weiß er noch was. Willkommen nochmal. Okay. See you later, Alligator. Hell yeah, Schnabeltär. Der Spruch ist immer noch grottig. So, das sind die Grußkarten. Okay, schade. Achso, was ist eigentlich, wenn wir hier hochgehen? Okay, mit den Socken können wir nichts machen. Schade. Das hätte ich jetzt eventuell noch in Erwägung gezogen. Huch. Was passiert? Hä? Was zum... Fraps hat sich jetzt beendet. Ich muss mal kurz nachschauen, ob er das jetzt gespeichert hat. Wie viel ist heute? Alles klar. Wann ist jetzt 4 Minuten 17? Ja doch.
Okay. Dann ist einfach beendet. Ja. Okay, gut. Dann starte ich jetzt Fraps kurz neu. Kleinen Moment. So. Ich bin jetzt gerade nur im Hauptmenü gewesen. So. Und ich bin bei... Jetzt wieder da. So. Also ich muss das dann nur richtig hinschneiden. Kleinen Moment, dann schreibe ich mir die Zahl auch nochmal auf. Aber ihr seht schon mal wenigstens wieder was. 5:35. Also das hatte ich ja auch noch nicht, dass die Fraps einfach so beendet hat. Kinda strange, but okay. So, weiß er vielleicht was? Klopf, klopf. Hm, du schon wieder? Aber du musst zugeben, dass ein, ist eine echt arme Sau, die Wanze kitzelt. Die Wanze kitzelt? Keine Sorge. Solange du dir das Ohr gewaschen hast, besteht auch keine Gefahr, dass sie es mit einem Wanzenklo verwechselt. Ach so. Na dann. Okay. Mach's gut. Genau. Lass. Wir lassen ihn allein. Ich habe noch eine Idee. Wir könnten uns von ihm einen rüberzimmern lassen. Freunde? Barnes? Jetzt dröhnt ihm gleich der Schädel und wir hört es nicht mehr. Verdammt! Jetzt bin ich doch glatt wieder ohnmächtig geworden. Ich habe nicht mal mehr seine Antwort mitbekommen. So, dröhnt ihm jetzt der Schädel? Nee. Oh, die Musik ist catchy. Vielleicht hat der Doc was. Ofen, Airbags. Das sieht immer noch aus wie so ein Ding, aber es ist ja keins, haben wir schon festgestellt. Da kann ich auch aufklicken, wie ich möchte. Da können wir dann... Ich suche jetzt schon immer nebenbei trotzdem noch, ob wir hier vielleicht irgendwas finden. Ach nee, ist was Glas. Ah ja, okay. Hier ist ja nichts, oder? Hier hätten wir, glaube ich, schon mal sehr intensiv nachgeguckt. Okay, gehen wir zu Doc. Die Schublade dürfen wir nicht öffnen. Ist ja schon. Okay, so. Das, ach nee, hier hatten wir ja schon hier an dem Ding, war ja irgendwas dran. Das sind ja alles keine Zettel weiter. Wäre auch ein bisschen auffällig, wenn da zwei nebeneinander wären. So, reden wir mit Doc, vielleicht Hallo hat er noch was. Ah, Rufus, wie kommst Wir müssen Goal unbedingt wieder hinbekommen. Was ist schiefgelaufen? Was ist das gleich mit den Sätzen wechseln? Die erste Goal habe ich schon mal überzeugt, das sagen wir ihm mal. Die erste Goal habe ich schon mal überzeugt. Das ist schon mal ein erster Schritt. Aber noch ist es nicht geschafft. Ich weiß, dass ich gut bin, du musst es mir nicht extra sagen. So. Wir haben auch die zweite Goal schon, aber das ist anscheinend interessant. Uninteressant. Nette Praxis. Oh, danke, Rufus. Ich hätte sie zwar etwas anders eingerichtet, aber trotzdem ganz nett. Ach, ich weiß. Die Abschirmung des Generators resoniert ungünstig mit dem Induktionsfeld der Magnetbandspuren am Hauptkondensator. Aber was würdest du machen? Bei Oszillationsfrequenzen von teilweise über 6 GHz bei gleichbleibenden 30 Tesla. Tja, was schon. Ich würde den Generator etwas nach links rücken. Aber könnte das bei der Feldstärke nicht gefährlich sein? Ich würde nur ungern aus Versehen einen Neutrino-Stern in meiner Praxis erzeugen. Ja. Du weißt doch, worüber wir hier reden, oder? Na klar. Weiß ich das. Und ich bleibe dabei. Weiter nach links. Tja, wenn du meinst. Ist dir sonst noch was aufgefallen? Wofür ist die Tiefkühltruhe? Da bewahre ich Ersatzgehirne für meine Operationen auf. Und meine Lunchbox natürlich. Aber im Moment ist sie leer. Viel Eis, keine Hirne und nichts zu futtern? Das sind ja Zustände wie bei einer Modenschau. Klasse. Was ist das für ein seltsamer Apparat nebenan in der Schleuse? Spiel ja nicht daran herum. Es ist Teil eines Experiments, totes Hirngewebe durch gezielte Stromstöße zum Leben zurückzuerwecken. Leider gibt's ein paar unangenehme Nebeneffekte, die ich noch nicht beseitigen konnte. Und die wären? Das elektrische Feld ist so stark, dass sich der Raum um den Generator faltet. Und die Falten bekommt man nur ganz schlecht wieder raus.
Okay. Kann ich mir Werkzeug von dir ausborgen? Bedien dich ruhig. Ich muss hier ohnehin nur noch ein paar Feinjustierungen vornehmen. Und dafür brauche ich nur Hammer und Kaugummi. Eins. Das ist jetzt MacGyver? Meine Praxis war cooler und größer. Wirklich? Die im Haus deiner Ex-Freundin? Ja, nicht nur größer. Es haben auch mehr Sachen geblinkt. Und sie hatte auch mehr von diesen Dingern da neben der Tür. Lichtschaltern? Genau. Okay. Ich wär du das. So. Also, ja, das hatten wir ja schon getestet. Ich spiele mal trotzdem nochmal dran rum, einfach nur, weil es lustig ist. Drauf ist. Psst. Spiel nicht an den Geräten herum. Wenn du nicht aufpasst, könntest du ein Wurmloch erzeugen. Wäre das denn so falsch? Wenn du. Okay. Lass mir das. Okay, wir sind schon um noch ein Puzzleteil reicher, aber leider nicht an Erfahrung. Oh Mann, der tut mir immer noch leid. Hallo. Test, Test. Achtung, Achtung. Eine wichtige Durchsage. Ein Komet nähert sich dem schwimmenden Schwarzmarkt. Ich wiederhole. Ein Komet nähert sich dem schwimmenden Schwarzmarkt. Um eine Panik zu vermeiden, sollten Sie den Freitod als... Alles klar, Rufus. Ich glaube, sie gibt uns ja auch nichts. Ich will die beiden nicht stören. Moment mal. Hallo, Rufus ist wieder da. Verdammt, irgendwie hören die mich gar nicht. Okay. So, hier bei Wink war ja auch nichts weiter drin. Können wir mit ihm reden? Ho, yo, ho. Unorganisierte Verbrecher, yo, ho. Haben wir bei einer Funkstation noch etwas? Mist. Nichts. Mit Donner können wir da mit ihr reden? Donner, irgendwelche Aufträge für mich? Tja, das muss leider warten. Ich habe... Hier ist ja auch nichts weiter. Schade. Okay, wir brauchen sowas wie Kopfhörer. Moment, hatten wir nicht... Hatten wir hier was drinne? Nee, oder? Saftpresse, Anti-Schwerkraft, Schoppomat, Schredder, Lottomat, da brauchen wir das Anglerglück. Oder so ähnlich. Herzlich willkommen in Gilligan's Gadget Garten. Es bedient Sie Ihr Schwieger... Jo, red schneller bitte, danke. Ich bin... haben wir also nichts. Hat er hier irgendwas für uns? Ich glaube auch nicht. Huhu, nochmal. Verschwinden. Hey. Mag ja aber pers nicht. Also halt. Aber gut. Nichts. Haben wir hier drin etwas? Nein. Auch nichts Neues. Hätte ja sein können. Man soll ja alles ausprobieren. Ist ja in einem Adventure auf jeden Fall nicht verkehrt, wenn man alles mal so rumprobiert. So, haben wir hier drin vielleicht noch etwas? Vielleicht reden wir mal mit Garlef, vielleicht hilft das. Darf ich nochmal stören? Wirst es nicht stimmen. Wie war noch gleich das geheime Klopfzeichen? Ja, das vergesse ich auch immer. Ich glaube, es liegt an der Musik, die sie auf dem Markt spielen. Die bringt mich immer vollkommen durcheinander. Also, das Klopfzeichen geht so. Hast du es jetzt? Ich glaube. Wartet mal, ganz kurz. Ich habe, glaube ich, da was als Idee, was vielleicht noch kommen könnte. Ich gehe mal auf Nummer sicher. Wie war noch gleich das geheime Klopfzeichen? Ja, das vergesse ich auch immer. Ich glaube, es liegt an der Musik, die sie auf dem Markt spielen. Die bringt mich immer vollkommen durcheinander. Also, das Klopfzeichen geht so. Hast du es jetzt? Ich glaube. So. Ich gehe da. Mach das. Ich glaube nämlich, dass wir das selber noch irgendwann klopfen müssen. Und habe mir das mal aufgeschrieben. Nein, das ist nicht Mist. Da fehlt ein Klopf am Anfang. Nein, das ist nicht das da. Mist, ich bekomme. Geht das? Nee. Wir haben Flusen. Hey,
Da ist ordentlich was. Vielleicht kann ich die... Ich habe eine Idee. Ich schmeiße nie etwas weg, bevor ich nicht mindestens einmal reingebissen habe. Das ist mein kleiner Beitrag, um diesen Planeten sauber zu halten. Okay, ich hätte gedacht, dass er sich die vielleicht in die Ohren stopft. Hey, vielleicht kann... Also nicht... Wir versuchen mal alles hier mit. Das ist mein... Wir versuchen einfach mal jetzt alles hier grundsätzlich. Sachen, aber warum ist es ja nicht... Mann. Ich schmeiße nie etwas weg. Das ist mein... So, die Fibel. Ich schmeiße nie. Das ist mein. Auch nicht. Der Schraubenzieher. Damit sollte ich das Schloss im Nu geknackt haben. Ja, es gibt kein Schloss. Klasse. Damit sollte ich. Auch nicht. Wo ist denn mein goldener? Ich muss ihn. Danke, Rufus. Ich schmeiße nie etwas weg, bevor ich nicht mindestens einmal reingebissen habe. Das ist mein... Ich schmeiße ihn, das ist... Ups, das war immer zu viel. Ja, die... Klasse. Danke, Rufus, du hast den goldenen Drachen weggeschmissen. Ich weiß gar nicht, ob wir den irgendwann nochmal brauchen. Sie ist leer, wenn man mal von dem Ganzen umge... Oh, ist Gold denn schon drin oder wieso finden wir sie nicht? So. Frage ist, wo haben wir denn. Also wir sind jetzt hier, hier oben bei Bellevue haben wir jetzt alles durchgeschaut. Beim Dock, Klein Venedig, ist eigentlich alles durch. Verdammt. Verdammt. Notenständer und der Alexa. Hi. Ah, der Neue. Was gibt es? Bestimmt, mit ihm haben wir noch nicht geredet. Warte mal, der jetzt Mitglied ist. Prima. Endlich jemand, der das Deck schrubben kann. Das ist wirklich überfällig, nachdem wir fast eine Woche in der Weißen Bucht geankert haben. Die Weiße Bucht? Seltsamer Name. Wieso? Es gibt sehr viele Möwen. Spielst du auch dieses Schnick-Schnack-Schnuck-Spiel? Klar, leider habe ich heute meine Turnierfinger im Unterschlupf vergessen. Alles klar. Ich komm auf dich. Was auch. Vielleicht hat ja Alex noch eine Idee für uns. I-ho, Man of the World. I-ho. Willst du Ärger? Na komm schon, sing doch mit. I-di-di-di-di-do. Mann, hast du ein Glück, dass ich keine Behinderten schlage. Hat also nicht. Tote Taubentango, lustige Limit, Schrottlawinen, ja, ist ja egal, er spielt ja immer dasselbe. Lassen wir ihn mal wieder spielen. Hi. Ah, du schon wieder. Willst du jetzt endlich was bestellen? Ist schon auch wieder. Nichts. Können wir hier eigentlich noch rein? Nein, nie wieder. Wieder. Okay. Hier haben wir also auch nichts mehr. Ha. Grübel, Grübel, Grübel. Was verursacht denn hier die Musik eigentlich? Aber es muss doch irgendwas geben. Muss irgendwas geben. Nee, funktioniert ja nicht. Oder? So. Das kann ja nicht das Rätselslösung sein. Dachte ich mir. Das muss dieser Rebellenstützpunkt sein, von dem Garlef sprach. Ist schwierig. Ist tatsächlich sehr schwierig gerade. Ich weiß nicht, wie ich weiterkomme. Klein Venedig. Splunke zum Dock. Au. Oh. Aua. Uah.
Ich muss über irgendwas gestolpert sein. Hey, das war ja der goldene Drache der Unsichtbarkeit. Hier habe ich ihn also verloren. Okay. Da haben wir den also. Anti-Schwerkraftsocken bringt uns ja nichts und der Saftpressenhut eigentlich auch nicht. Doof. Achso, haben wir jetzt eigentlich den goldenen Drachen wieder? Ups, entschuldigt. Hey, wir haben den goldenen Drachen wieder. Aber was können wir... Wo ist denn mein goldener Drachen? Okay. Bringt uns also auch nichts. Beim Optiker haben wir auch nichts weiter. Wir haben auch nichts, was irgendwie Musik macht, oder? Das uns zufällig über das Rohrsystem irgendwie... Ja, ich finde nicht so... Gebühr voll Erde? Lose Erde habe ich genug im Mantel. Wenn ich mehr Erde brauche, sollte ich mir ein passendes Behältnis suchen. Na super. Noch mehr lose Erde, wenn ich... Also nicht. Ich bin gerade ratlos. Leider. Er hat hier unten aber auch nichts mehr. Wir reden jetzt einfach mit ihm durchweg. Klopf, klopf. Du schon? So. Aber du musst schon zugeben, dass Captain Seagull einen lässigen Lebensstil hat. Alles materieller Schnickschnack. Ich brauche nichts von dem Zeug, das er hat. Wie war das gleich? Du brauchst nichts von dem, was Captain Seagull braucht? So ist es. Ja, das hatten wir ja schon ausgenutzt. Du bist echt eine Arme. Auch wenn es eher zufällig war. Reich im Geist. Ist doch dasselbe. Mach's genau. Lass. Gut, bei ihm haben wir also nichts mehr. Gut, da der Part eh zu Ende ist, ich mache mir mal offscreen ein wenig Gedanken drüber. Mal schauen, ob ich vielleicht irgendwas übersehen habe. Ich hoffe, dass ich irgendwo einen Hinweis bekomme. Wenn wir jetzt weiter rumfragen bei den Leuten überall, hoffe ich, dass wir irgendwie einen Hinweis bekommen. Das wäre schön. Ansonsten weiter rumprobieren. Ja, ich bedanke mich herzlich fürs Zuschauen. Lasst Kritik, Kommentare und Bewertungen da und tut mir leid, dass dieser kleine Ausfall zwischendrin drin war. Wenn ihr keine Folgen von Chaos of Deponia oder anderen Projekten verpassen wollt, drückt auf Abonnieren. Ihr würdet mich damit auch sehr supporten. Wir sehen uns also im nächsten Video wieder. Bis dahin. Peace out, euer Raccoon Stay Play. Und ciao mit V.